Ja, hallo liebe Bamazza-Fans, mein Name ist Niklas Kern, ich bin 19 Jahre alt und komme aus der U19 von Darmstadt 98 und bin von der Position her Innenverteidiger. Ja, also ich denke, als meine größte Stärke kann man sehen, dass ich in der Lage bin, die Spielsituation ganz gut zu erahnen, gut zu antizipieren und vorher also mein Stellungsspiel anzupassen. Als denke ich, meine größte Schwäche ist gerade als Innenverteidiger noch meine Physis, an der ich noch einigermaßen viel arbeiten muss. Ja, zum einen meine Eltern, die immer hinter mir gestanden sind und nach wie vor hinter mir stehen. Aber auch jetzt meine lange Zeit bei Darmstadt, 9 Jahre in der Jugend, habe ich von jedem Jahr, von jedem Trainer gewisse Sachen mitgenommen und dort meine fußballerische Prägung sozusagen erhalten. Also ich habe jetzt 2017 mein Abitur gemacht, habe mir jetzt ein Jahr Pause genommen und will jetzt im Herbst anfangen zu studieren, weil ich denke, es ist wichtig, dass man neben dem Fußball auf jeden Fall noch ein zweites Standbein hat, auf das man zurückgreifen kann, wenn Fußball am Ende nicht klappt. Also ich denke, herzensgut, ehrgeizig und zuverlässig. Ja, am liebsten mit der Familie und mit den Freunden, weil dadurch, dass man halt viel auf dem Trainingsplatz ist, hat man eben nicht so eine große Freiheit wie andere vielleicht in meinem Alter. Deswegen nutze ich dann die freie Zeit sehr gerne, um mit Freunden, aber auch mit meiner Familie einiges zu unternehmen. Ja, also wie viele andere auch schon gesagt haben, ich denke, ich würde auch erstmal auf Reisen gehen, eine große Weltreise machen, viele Dinge erleben, erkunden, die man so nicht erleben könnte, aber ich würde auch einiges ansparen, um vielleicht später dann noch irgendwas Gutes leisten zu können. Naja, davon abgesehen, dass ich denke, dass ich nicht Schütze Nummer 1 bin oder die anderen nicht wollen, dass ich den schieße, klar, wenn der Trainer die Anweisung gibt, würde ich mich auf jeden Fall trauen, den zu schießen. Einfach weil es mein größtes sportliches Idol ist, Roger Federer. Einfach seine Art und Weise, wie er sich verhält bei Niederlagen und eben auch im Sieg, gerade auch bei Niederlagen, ist einfach unfassbar und ich würde ihn einfach unheimlich gerne mal kennenlernen. Also mit der Mannschaft her auf jeden Fall erfolgreich Fußball zu spielen, Nick Dassen halt zu schaffen, das ist das Wichtigste mit der Mannschaft. Persönlich denke ich, ist es für mich als junger Spieler wichtig, mich weiterzuentwickeln als Mensch auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Ja, und halt einfach sich anzupassen an den Fußball, der hier gespielt wird. Und dann denke ich, wird es eine erfolgreiche Saison werden. Keine Ahnung, keine Ahnung. Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Ja, meine Botschaft ist, wir sind eine tolle Mannschaft mit einem großen Herz, aber letztendlich, um unsere Ziele in der Saison zu erreichen und erfolgreich Fußball zu spielen, das geht nur zusammen. Wir auf dem Platz im Zusammenspiel mit euch auf den Rängen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch im Falle von Niederlagen, wenn es mal nicht so gut läuft, dass wir trotzdem eure Unterstützung erhalten und dann werden wir, denke ich, erfolgreich Fußball spielen. Alles klar, danke. Das Bild ist selbst noch auf Tisch.